Grüß euch, da spricht wieder mal der Christian von Sportlehrer. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das heißt Kettenverschleiß. Kettenverschleiß ist immer so ein Ding, die Leute fahren, bis dass sie nichts mehr dran und dann wird es richtig teuer. Wenn ihr das Ding hernehmt, das ist eine Kettenlehre, dann kann man das selber jederzeit kontrollieren und kann jederzeit daheim einmal Ketten wechseln. Jetzt schaut mal, wie das funktioniert. Dann nehmen wir das einmal. Auf 0,75, das ist der Auszugsmoment der Kette, da steckt man die Leere rein und dann, wenn man mit Kraft, wenn man es jetzt sieht, ist die Ketten da, ist eigentlich noch gut, aber da darf man sich oft nicht täuschen lassen. Und da, auf dem geht es zum Beispiel schon rein. Und wenn man das so ausschaut, gehört die Ketten unbedingt raus. Und jetzt darf man noch schnell die Ketten wechseln. Am besten, ihr nehmt den originalen Shimano Kettenhüter, weil der funktioniert einfach perfekt. Wir legen da jetzt an und drücken die Nieten einfach mal raus. Und Kettenwechseln ist ebenso wichtig, weil wenn man das übersieht, dass das Auszugsmoment zu lang ist, dann passen sich die Kettenblätter und die Ritzel an und dann muss man halt richtig viel Geld investieren. So eine Kette kostet 30, 40 Euro je nach Bauart und dann spart man einfach jede Menge Geld, indem man einfach ab und zu mal die Ketten wechselt. So. Da muss man nur schauen, dass die Ketten optimal auf Zug geht. Müssen wir eine Ecke heben. Die optimale Länge ermitteln. Da muss man nur schauen, dass zweimal auf dem Anderl ist. Also, dass man zwei gegengleiche Teile hat. Und sowas. Einer. Mit die Länge checken. Ich bringe es auf Zug. Und jetzt wird es wieder vernietet. Zack. Dann abbrochen. Und fertig. So schnell geht es. Ist für keiner ein Problem, und wenn wir euch helfen sollen, kommt einfach vorbei. Wir sind jederzeit für euch da. Danke.